Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Infinity Warfare. Ja, ihr wundert euch bestimmt, 3 Folgen Call of Duty an einem Tag. Ja, das hat auch einen Grund. Und zwar möchte ich dieses Video nutzen, um mal über einen anderen YouTuber zu reden, von dem ich gestern ein paar Videos gesehen habe und das echt ein bisschen lächerlich finde. Und zwar von dem Herrn Tanzverbot. Ja, ich habe mir ein paar Sachen angeguckt, wie er sich über andere YouTuber da, wie er die fertig macht, sich über die lustig macht. Und ja, er wird mein Video zu 100%, wahrscheinlich zu 80%, sagen wir mal, es kann er trotzdem mal ein Video davon nicht sehen, aber ich wollte trotzdem mal wohl eine Ansage machen, dass ich das echt lächerlich finde. Ich habe mir die Videos angeguckt, wie er über Monte, also Montana Black 88 und Bibis Beauty Palace am Leben ist. Und dazu wollte ich nur sagen, dass ich das echt ein bisschen lächerlich finde. Ja, jetzt bei Bibis Beauty Palace, ob man sie mag oder nicht, ist eine andere Sache, aber das ist doch schon ein bisschen krass, wie er über sie redet und wie er sie fertig macht. Da fragt man sich nur, ob dieser Kerl überhaupt allgemein diesen Verstand schon hat. Das Team bei A unterstützen. Ja, yeah, das kommt bei denen einfach echt nur so rüber, als ob der Kerl einfach, ja, nur neidisch ist. Weil das ja echt sonst unnötig, sowas zu machen. Erst recht bei Monte, dass er sich da über seine Vergangenheit mit den Drogen so lustig macht, schon halbwegs. Und warum macht man sowas? Ja. Nein, und auch was er da über Bibi sagte, da mit dieses Jahr, ich benutze dich nur zur Punkt-Vorlage. Ja, ich will das jetzt nicht so sagen. Das finde ich eigentlich schon ein bisschen lächerlich von ihm. Erst recht, er macht ja auch eigentlich nichts. Er hat nur seine Abos, weil er da über die YouTuber jetzt ja großartig am schlecht reden ist nur. Mehr macht er ja eigentlich nicht. Außer sich über die YouTuber schlecht machen oder die beleidigen. Auch was er da über Monte sagte mit, ja, dass er ihn jetzt fertig machen will oder sonstiges, da warum, was soll sowas? Sowas bringt doch nichts und ist eigentlich nur total unnötig. Man soll eigentlich nur ein bisschen mal überlegen, super, er ist auch ein YouTuber. Und alle sind irgendwie da, alle versuchen natürlich ein paar Klicks zu kriegen oder sonstiges. Aber das finde ich echt schon zu krass, auf diese Linie zu gehen und Klicks zu verdienen. Oder Abonnenten. Da könnte man sich eigentlich auch schon mal ein bisschen was anderes verlassen. Vielleicht einfach mal gute Videos hochladen, das wäre auch mal schon mal ein Anfang eigentlich. Ja, vielleicht 5 Abos mehr kriegen würde. Oder ich weiß nicht, welche. Das finde ich einfach. Ja. Drohne verloren. Ganz ehrlich gesagt, nur erbärmlich. Feind ist bei Alpha. Und für mich hat dieser Kerl auch. Ja, der Kerl kann für mich eigentlich nichts. Der kann einfach nur eine große Fresse haben und das war's auch schon bei ihm. Wir gewinnen diesen Kampf. A wird ich verstehe solche Menschen nicht. Er ist recht, dass er sagt: Ja, Bibi, sowas wie. Du gehörst nicht auf YouTube. Aber warum soll sowas wie er auf YouTube gehören? Er macht sich doch nur eigentlich lustig über die YouTuber. Wir verlieren Alpha. Und ist von Neid geprägt. Soldat, los, zu A. Nur weil seine Monte und Bibi da ihr gutes Geld verdienen, ist er da jetzt traurig, weil er, keine Ahnung, so wie er aussieht, sich ein Cheeseburger weniger bei Mc's im Monat kaufen kann. Ach, sowas geht nicht einfach so auf. Herrschaft.
Ja, Harmon. Nimm die Ziele ein, Team. C wird gesichert. Das reicht ja, wow, Zahnwindensammel. Das ist doch so schlimm, ne, Leute. Wir liegen in Führung. Ja, dachte ich auch, ne. Ja, ist wieder was schlecht. Ja. Verbündete Drohnen unterstützen aktiv. Freunde oder Freunde? Meine Freunde werden auch bei den Orden sein, das Größte. Wir freuen uns ja schon, weiß ich nicht, wieder werden geschafft. Alpha wird gesichert. Aber ich, nimm mal an, der hätte eine Freundin. Was, wie würde er mit seiner Freundin umgehen soll? Genau so, ja, ey. Weiß ich nicht. Der wird hier auch nur doof anmachen und sagen. Was will er machen mit seiner Freundin, der Geld für 7 Monate, was, ey? Will er auch ein Video machen über sie? Dann wird er sagen, ja. Weiß ich nicht. Du Bitch oder sowas verdienst mehr als ich, das geht nicht. Okay, davon mal abgesehen, so ein Kerl wird glaube ich nie noch voll den Krieg. Bravo wird gesichert. Bravo gesichert. Das ist so ein Kerl, der noch bei Mama zu Hause im Bett steht. Unterstützung aktiv. Und das mit Sicherheit. Ja, ist bestimmt noch so einer, der hängt bestimmt noch an Mamas Titel und ist am Nuckeln. So wie er aussieht, passt das. Ich wollte das eigentlich nur mal sagen, weil mich das echt aufregt. Solche Leute haben für mich nichts auf YouTube zu suchen. YouTube ist da, um, ja, um klar, um Klicks zu kriegen, das war schon klar. Aber doch nicht auf so einer Methode. Das Team bei B unterstützt. Der Feind nimmt C ein. Da kann man doch eigentlich eine andere Methode nehmen, aber nicht so. Scars, Alpha gesichert. Was bringt sowas? Verbündete Drohnenunterstützung. Okay, wir setzen eine Drohne neu an. Ein Kamerad hat Versenkung gefunden. Soldat, los! Thomas gibt mir gerade auf die Nerven, wo ich das Ganze gesehen habe. Ist... Oh, ihr der wisst gar nicht, was vorging in mir. Ich hab. Nur Aggression bekommen. Jetzt will ich das mal später abholen, wie ich scheiße da angeguckt habe. So ungefähr 11, 12 Uhr, da sieht man ja, so war ich pendeln. Ja, da sieht man dann so eine Scheiße, wie dich so einer mit einer Zahnlücke durch komplette Bildschirme da anklotzt und weiß ich was. Ja, was von einer Wichsvorlage redet. Hä? Das ist ja super, Mons hat eine scheiß Vergangenheit. Und er hat es hingekriegt, sein Leben dann auf die Reihe zu bekommen. Was kriegen andere hin? Die kriegen es nicht hin. Und jetzt macht er sich darüber lustig. Und tatsächlich soll er es doch in den Videos sagen. Das ist doch seine Sache. Was macht hier Casey? Ja, Casey, sorry. Ich meinte jetzt hier Tanzverbot. Der labert, der schiebt sich in der Boosterdose in die Fresse. Wenn man da bestimmt durch eine Zahnlücke da am Saufen. Feindliche Drohne in eurer Nähe. Ja, ja. Lass sowas doch einfach. Geh aus YouTube. Und dann sind, ich glaube, ja, einige YouTuber sind dann bestimmt so viel, dass du nicht mehr da bist. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Ah, Leute. Warum gibt es solche Menschen? Solche Menschen haben echt faules Maul für sie, finde ich, ne? B wird gesichert. Verbündete Drohnen. Was würde so ein Elotrix zu sowas sagen? Ein Elotrix würde unvermenschlich sagen, ja, oder? Ich glaube noch nicht mehr, dass ein Elotrix macht mehr einfallen würde zu so einem. Bei so einem Kerl wird alles nicht über seine Sprüche ausgehen und das soll schon viel heißen. Der Feind hat A. Der Feind nimmt B ein. Ein Kamerad hat B angefangen.
sowas kann man ja bei den Fehlgeburt nennen, würde ich jetzt mal so ganz stumpf vor mir sagen. Verbündetes Bombardement kommt. Oder aus der Spur in der Hölle. Verbündete Drohnen unterstützen aktiv. So was passt auch nicht. Wobei Ausgeburt der Hölle wohl, glaube ich, einfach mit der Weißen passen würde. Naja, muss ja jeder eigentlich. Eigentlich muss es ja jeder für sich selbst wissen, aber man soll dann auch. Ja, nicht auf so eine Scheißlinie, ganz ehrlich, in YouTube. War trotzdem noch immer auf eine Art und Weise respektvoll. Finde ich. Aber naja, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.